So, wir sind jetzt draußen unterwegs und zwar auf dem Weg zum Mandalay Bay. Das ist da, kann man da vielleicht so ein bisschen durch die Palmen durchsehen, ein großes Hotel, weil da findet heute eine Lowrider-Show statt und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Ja, die Sonne brät heute ordentlich, aber wir haben hier schon wieder ein bisschen was wir sehen können, was wir noch nicht von nahen gesehen haben. Hier das Schloss, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Und wir gehen jetzt in Richtung Ägypten, auch sehr interessant. So, bevor wir reingehen, möchte ich mich noch einmal bedanken und zwar einmal bei euch fürs Zuschauen und natürlich bei 4CR, die uns geholfen haben, diesen Trip zu ermöglichen, 4CR Deutschland und 4CR USA, weil ihr könnt euch vorstellen, 2 Mann, 9 Tage Arbeitsausfall, das ist etwas, was ich tragen muss, was schon nicht ohne ist. Aber dann kommt noch der Flug dazu, das Hotel dazu und ohne die Unterstützung von 4CR wäre das nicht möglich gewesen, das muss man ganz klar sagen. Und als Dankeschön an euch bekommt ihr 10% Rabatt im 4CR Online-Shop mit dem Rabattcode SIMA. Und ja, dafür müsst ihr auf 4cr.shop vorbeischauen und jetzt viel Spaß mit der Lowrider Show. Erstmal durch die Sicherheitskontrolle nochmal $90 abgelatzt, aber was hier steht, sieht jetzt schon auf den ersten Blick, würde ich sagen, vielversprechend aus. Ist geil. Ja, krass. SIMA 2.0. Ne? Das erschlägt einen hier, das ist nochmal irgendwie krasser, weil das noch krassere Autos komprimierter sind und es gibt hier so geile Sachen, unfassbar. Allein sowas bin ich ja schon abgefahren. Ja, wir haben jetzt gesagt, weil wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir fangen in der letzten Reihe an und arbeiten uns vor. Ich weiß nicht, ich könnte hier auch schon wieder wahrscheinlich eine Woche Videos von machen. Machen wir jetzt natürlich nicht. Keine Ahnung. Irre. Irre. Was ich leider sagen muss, was zum Film ein bisschen blöd ist, ich muss mich dafür entschuldigen bei euch. Es ist halt sehr laut hier, weil hier sehr, sehr viel die Anlagen aufgerissen werden. Ist natürlich von der Stimmung her geil hier. Für euch, fürs Video schwer zu verstehen. Aber ich habe mir jetzt mal so einen groben Überblick verschafft. Ihr habt ja auch gesagt, ihr wollt mehr über die Lackierungen hören. Und hier gibt es wirklich viel über krasse Lackierungen zu erzählen. Und da nehme ich euch natürlich mit. Also wir machen so einen Mix aus Bildern, aus Lackierungen, aus Emotionen. Wahnsinn. Ja, hier ist sogar der Rahmen mit Dekor versehen. Sogar die Radhäuser von innen.
muss jetzt einmal rausgehen, weil es ist leider so, dass einer mit seiner lauten Anlage versucht, den nächsten mit seiner lauten Anlage zu übertönen. Und hier 10 verschiedene Lieder in voller Lautstärke laufen. Das ist kaum auszuhalten. Noch dazu kommt natürlich, dass es schwer ist, euch dann irgendwas über die Lackierung zu erklären, wenn man sein eigenes Wort drinnen nicht verstehen kann. Ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen auf die Lackierung eingehen. Deshalb sage ich jetzt einmal, was mir auffällt, was sehr viel gemacht wird, ist Pinstripe und Linierungen aus Blattgold und Blattsilber. Es wird so gemacht, dass dann Linien abgeklebt werden, ein Klebstoff aufgetragen wird und dann wird dieses Blattgold oder Blattsilber aufgesetzt und nachher mit Klarlack überzogen. Teilweise wird es auch gestempelt, dass man so eine Drehstruktur drin hat. Da kann ich mal drüber filmen, aber das sollten wir dann mit anderer Musik überlegen. Bei der letzten Lackierung wurde noch mal einer oben drauf gesetzt. Da wurde das Ganze dann noch mal mit einer Candy-Lasur in Rot überzogen. Dadurch hast du noch mal eine krasse Tiefenwirkung. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ich hoffe, die Musik wird gleich mal wieder ein bisschen leiser. Und ja, es sind ja nicht nur die krassen Lackierungen, sondern auch krasse Karosseriearbeiten. Zum Beispiel ist hier jetzt noch mal ein Pickup, den zeige ich euch jetzt noch mal. Da wurde das Dach abgeschnitten, die Haube geteilt, seitlich öffnend. Schiebe ich euch hier auch noch mal ein paar Bilder rein. Wir beide haben gerade mal eben Selfie mit Chip Foose gemacht. Der, ich weiß nicht, ich glaube, jeder kennt Chip Foose. Ich glaube, ich muss gar nichts dazu sagen. Legende. Übertrifft definitiv alle meine Erwartungen. Ich habe gedacht, wir gehen irgendwie auf den Parkplatz, da stehen ein paar Lowrider und zeigen, was sie machen. Nein, aber hier ist hier alles Endstufe. Also hier, es gibt hier kein scheiß Auto. Also die sind alle top lackiert, poliert, vorbereitet, gecustomized bis zum geht nicht mehr, graviert. Das ist
sowas habe ich wirklich, und das sage ich jetzt, ich weiß nicht, seit wir in Vegas sind, wie oft ich das jetzt sage. Das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Das sagt er jeden Tag. Und ich hab dauernd Gänsehaut hier. Echt Wahnsinn. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt, weil ich kann nicht auf jedes Auto eingehen. Ich gehe jetzt mit euch einfach mal einen so einen Gang lang, damit ihr einfach mal seht, wie krass das ist, was man für Eindrücke hat, wenn man da einfach nur lang geht. Sogar ein einziges deutsches Auto. Gerade mit dem Besitzer dieses Chevrolets unterhalten. Das runde Ding, was am Fenster hängt, ist übrigens so eine Klimaanlage, und zwar so die ersten Klimaanlagen, die es überhaupt gab. Die hat man einfach so ans Fenster gehängt und das hat funktioniert. Auf jeden Fall, der Besitzer ist Flugzeuglackierer, arbeitet bei einer, wie nennt man das, Flugzeugwerft, wo er Innenraumteile von Flugzeugen lackiert. Er hat sein Fahrzeug selber lackiert, auch die Airbrushes selber gemacht. Er sagte, er hat die ganzen Materialien, die auch im Flugzeugbau verwendet werden, benutzt. Hat dem Auto 8 Gänge Klarlack verpasst, alles geschliffen und poliert. Und sieht sehr gut aus. Das ist einfach so riesig hier. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt irgendwie eingefangen kriegt. Vielleicht, wenn man so die Lichter an der Decke sieht, dann kann man es vielleicht erahnen. Hier gibt es nicht nur geile Autos, hier kann man auch ein bisschen shoppen, ein bisschen Accessoires im Lowrider-Stil, echt geil. So, da konnte ich jetzt auch nicht Nein sagen und habe mir hier mal ein schönes Erinnerungsstück geholt. Schön schwarzen Chevrolet Impala. Das ist übrigens der amerikanische Volkswagen hier, Atlas. Der Touareg ist für hier etwas zu klein. So Leute, guckt euch das an, Auto über Kopf, das ist ja wohl der Hammer hier. Hier sind so geile Umbauten, das kannst du dir nicht ausdenken. So, entschuldigt den Schnitt. Lowrider Show ist natürlich schon vorbei. Wir sind wieder im Hotel gewesen, haben gepackt. Letzter Abend. Sascha liegt tatsächlich schon im Bett. Ich bin noch nicht bereit dazu, ins Bett zu gehen. Nein, ich klammer mich hier noch fest an der Stadt.
Es ist 9:30 Uhr, komm, wir sind in Vegas. Ich gehe jetzt hier nochmal auf den Strip. Ich wollte noch mal ein paar, wie heißen die Dinger? Tortillas essen und ein bisschen gucken. Ich gehe doch jetzt nicht pennen, geht gar nicht. Tja, Tex-Mex hat sich wohl aktuell erledigt, aber was soll's? Ich würde eine Alternative finden. Und im Endeffekt gibt es jetzt einfach ein paar Knoblauchknoten to go. Ganz unspektakulär. Hauptsache was im Bauch. Die sind hier einfach verrückt. Ja, Freunde, ich würde sagen, schaut nochmal im 4CR Online-Shop vorbei, sichert euch 10% Rabatt mit dem Rabattcode SIMA. Könnt ihr euch alles, was rund um den Autolack-Bereich möglich ist, bei 4CR finden und shoppen. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir Schluss. Like das Video, abonniert den Kanal, kommentiert, was das Zeug hält, kurbelt den Algorithmus an und wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.